Was denn so? Bildschirm dann noch ausladen. Sehr schön. Ja, Ridex. 11 Euro. Ah, Ridex. Okay, Maurer-Dekolleté. Mein Weib nehme ich schon gesagt. Das ist ja in ganz YouTube sein Maurer-Dekolleté zu sehen. Steckt der T-Shirt in die Hose. Passt ja gut hier. Passt gut? Nicht. Was ist denn das? Warten. Warum ist das so kurz? Du fragst einen Falschen. Hier. Ja, festmachen solltest du damit nicht. Nein. Wird viel leichter raus hier. Zonk. Aber die untere Mutter muss da halt oben mit diesem ganz schmalen Schnuppel hier. Scheißerchen. Das ist ja bloß 8 mm oder so was. Ja, ja. Ich krieg hier nichts damit. Natürlich. Profi-Werkzeug. Was für eine geile alte Scheißtechnik. Ja, Mann. Ich liebe das. So, nicht, dass mir jetzt hier irgendwie was doof ist. Alter, dieser scheiß Unterbund. Ja. Das hab ich gedacht. Der Platz ist zu dick. Ih, scheiße. Wir müssen erstmal gucken, ob was hier vorne und was hier hinter ist. Ja. Ah. Vorderachse. 76143. Jo. 76143 ist das hier. Ja. 1,43 ist hinten. Okay, das ist also Hinterachse hier. Ja, das zeigt gerade ein Schreckgeflicht, Alter. Jo, andere Windungen. Also kleinere Windungen, mehr Windungen. Aber die Materialstärke ist die gleiche, ja, würde ich gerade sagen. Also kürzere Windungen und mehr Windungen. Aber sonst und länger insgesamt, Alter. Ja. Sehr schön. Vorderachse. Ein ganz dezentes Stück größer. Und das Geile ist ja auch, die Dämpfer waren ja noch total zusammengezogen. Ja. Also, das dürfte klappen. Aber der ist so ausgefedert komplett, ja. 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 Oh. Jetzt schön russisch mit dem Kabelbinder. Ja. Die Eulen. Die mit geliefert, original Trailmaster Kabelbinder.
Kommt da noch was? Nee. Dann mach ich ihn drüber, glaube ich. Ja, weil wenn er nicht weiter ausfedert. Nicht weg. Zu viel Material. So, Federwegsbegrenzer. Begrenzung von Federweg. So sehen die also aus, die Federwegsbegrenzer. Olle, fette Kunststoffpuffer. Metall immer schön langsam bohren und so wurde mir mal beigebracht. Das ist richtig räudig hier. An der Seite war das besser. Den hier raus. Andere Seite Bremsleitung musst du noch gucken. Die war doch irgendwie. Oder? Die andere Seite war safe eigentlich. Oh, den hier raus. Sag mal lieber, hier ist du noch mal gucken kurz. Ja, ja. Also, zufällig ungefähr in der Richtung. Liste. Eine Seite fertig. Den Dämpfer lassen wir auch noch ab, dass wir das auf der anderen Seite erstmal machen können. Genau. Du musst jetzt hier bloß noch ein bisschen hingedreht werden, die Scheiße. Ist noch nicht? Ja, hier unten. Muss, hinten hast du eine Nut drin und Federteller ist ja. Dann mach es doch jetzt, solange das ganze. Ja, so ein bisschen ist es. Das haut schon ungefähr hin. Ich weiß bloß nicht, wie die Feder kommt, wenn die Achse hochkommt. Ja, okay, verstehe. Okay. Schlagschrauber ran. Naja, so 5 bis 8 Uga Uga. Da hängt er auch schon. Sehr schön. Es ist echt, ich finde immer wieder erstaunlich bei dieser Russentechnik, wie krumm diese Feder da drin sitzt. Ja, ja. Ne? Das aussieht bitte. Ah, herrlich. Raus mit dem alten Dreck, rein mit dem neuen Dreck. Und nebenbei machen wir direkt noch Bremsscheiben und Belege. Ja. Hätte mich jetzt auch gewundert, also eigentlich. Ja. Irgendwie macht er das ab. Also alles was Auto ist, ja, da sollte ja. Der eigentlich keine Probleme haben, der Akkuschrauber. Der. Wie heißt der? Akku-Schlagschrauber. Ja, die sehen ja nicht so scheiße aus, aber die haben keine Auflagefläche, ja. Die sind einfach krumm, ja. Naja, und hier. Naja, einfach schief. Mach mal komplett fest, der Kumpel. Da fällt mir direkt was ein. Da, 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 da. Ganz ehrlich, ich liebe diesen Schrank. Seht ihr? Da so. Haha. Rock Oil Kupferpaste. Weil, wenn wir schon Bremse machen, dann müssen wir das richtig machen. Ey, ich rede hier. Darfst du nicht einfach irgendwelche anderen Heinis hier erwähnen? Also, Rock Oil Kupferpaste. Musst du mir nur sagen, wo du deine Belege hingeschmissen hast. Schmuel kann das sein? Will ich noch nicht. Nee. Ey, schöne Suzuki LKW-Bremse hier, Vollmaterial. Wunderschön. Wie fettet? Klar. Ja, gib mal bitte. Oder rein. Können wir doch machen, wenn sie drauf ist. Kannst du drehen. Die Rückseite macht sie immer beschissen, wenn drauf ist schon. Rein hier für Bremse. Ich spür mal hier, ich hab grad keine Hand frei. Viel hilft viel. So sieht's aus. Klaus? Und Peter sieht den auch so. Das ist ernsthaft ein Problem, ne? Also wenn ich nicht selber schraube, sondern der Filmer bin hier, dann das kann nur scheiße werden. Ja.
das für eine LKW-Achse ist, ey. So was haut ihr nicht hin. Merkst du selber, ja? Ja, ja. Was ist das denn für ein Schrott gekauft? Das haut ja mal ja nicht hin. Ich hab hier eine Radschaft in den Autos, dass es nur kommt. Ein Hoshi? Ach, das ist das Ding. Hab mich schon gewundert, was das ist, was du da machst. Also, das, was da dran ist. Ja. Boah, jetzt ist es aber relativ hoch hier drüben hoch. Die Bremsleitung ist zu kurz, ja. Hier oben ist der eine und unten auf der Achse der zweite. Gut, dass man was sieht. Wo hast du denn die Lampe gelassen? Ja. Man sieht ja auch nichts. Danke. Da ist die Bremsleitung also zu kurz. Die muss, da haben wir aber, die ist dabei, wenn man so ein Kit kauft. Da so. Das wird jetzt schon fast spannend. Ja. Ja, dann machen wir das so wie vorher. Die können wir einfach direkt abbauen. Dann kannst du nämlich die Achse einfach ablassen. Genau. Ja. War nicht so schwer. Nee. War besser. Auch kein Saft mehr drauf, ja. Da kommt sie schon. So. Und raus. Ah. Ja, hinten ist tatsächlich das Material, also mehr Materialstärke tatsächlich und die Feder ist länger. Und warte mal, 2, 4, 6, 8 Windungen, 2, 4, 6, 7 Windungen. Also eine Windung mehr und mehr Materialstärke für hinten. Na, Kleines? Was ist das hinten? Hast du mal einen 17er Ring? Willst du noch nicht kröpfen? Nö. 17er, gekröpften 17er. Mama. Was ist das? Tada! So ist der Faust. Ich finde ja, ich habe die beste Position hier. Ja, lass dir jetzt hier erstmal rufen, bis da unten der Tropfen rausfällt. Zumindest schon mal nicht mehr so viel Luft im Schlauch. Wo soll ein Tropfen rausfallen? Unten an den nächsten Anschluss. Hier oben mal zusammen. Jetzt kann ich die Scheiße hier durchlaufen, bis es da unten tropft. Und erst dann mal zusammen. Dann haben wir noch nicht so viel Luft drin. Das macht Sinn. Oh, die hat es jetzt eh mal schon hier. Das ist eine gute Idee. Können wir da die Urkostritzer Werbung machen? Urkostritzer? Warte. Warte, muss ich gerade so. Schön auch mit Spähen. Der Klassiker. Das ist mein Sieg. Also, mir jetzt eigentlich ganz süd. Ich habe mir den Heizlüfter hier unter der Beine gestellt. Der steht hier unter meinem Stuhl. Kriegt nicht so kalte Füße. Ja, wir haben da mal eine Bremsleitung getauscht. Das gehört dazu, weil das Fahrwerk ja 5 cm höher wird, wird diese Bremsleitung, die ihr da gerade seht, die originale, einfach genau diese 5 cm zu kurz sein. Deswegen haben wir, also du, die Bremsleitung getauscht. Ja. Ehe wir uns hier beim Bier trinken weiterfilmen, werden wir einfach mal den Scheiß hier zusammenbauen. Wir heißt übrigens auch du. Ich. Naja, wer denn sonst? La, 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 la. So, Fahrwerk ist drin. Da so, ist drin. Was wir jetzt noch machen müssen, weil Bremsleitung getauscht. Wir nehmen unseren komischen Unterdruck-Schnucki hier und entlüften auf der Seite die Bremse. Schöne Penispumpe. So, Bremse ist entlüftet, Räderruf ablassen und dann können wir uns das erste Mal angucken. Machen wir, oder? Ja. La, 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 la. Noch höher. Hoch, hoch. Als hättest du noch nie ein Rad gewechselt. Okay. So sind sie, die Kfz-Mechatroniker von heute, die haben einfach keinen Plan mehr, die sehen einfach nicht mehr durch. Du bist ein Juda. Und dann Stoßdämpfer wechseln bei meiner E-Klasse, dann machen wir auch zusammen. Aber machen wir, wenn, falls die das auf Arbeit nicht machen, dann
Müssen wir uns hier wieder schön hinwegspielen. Dann bringst du eine Kiste Bier mit. Wieso, die ist doch schon da. Ich mach heute leer, Alter. Ach so, ja. Fahr dir, Susi fährt dir dann nach Hause. Das ist eine gute Idee. Muss was mit meiner Mutter noch klären, wann der Dicke zurückkommt. Richtig schön ihn ballern. Das ist ein dummes Video, Alter. Naja, ich finde, das war ja gut. Also wie gesagt, dafür, dass ich die Kamera in der Hand habe, war das ja relativ professionell noch. Hast du eigentlich schon wieder den Schlagschrauber stehen lassen, oder? Naja, klar. Deswegen habe ich... Wie findest du eigentlich meinen Trotex-Schlagschrauber? Der ist richtig gut. Ja, Mann. Deswegen habe ich so viel zugenommen, seitdem ich im Knast arbeite. Als ich neue Schraubt habe, immer ein Werkzeug gesucht habe. Hast du nur 400 Newtonmeter stehen lassen? Ja, klar. Und gib ihm. 5 Uga-Ugas ist fest genug. Wir haben dann mal mein Tor ein Stück nach oben gefahren, weil natürlich das Auto 5 cm höher ist. Mal gucken, ob der überhaupt noch durchpasst jetzt. Ja, der passt. Fahr mal. Ja, ganz locker, ganz locker. Bock? Oh, ich glaube, was machen? Was wolltest du machen? Die Achse festmachen. Hast du die gelöst? Nee, klar. Das ist alles lose. Dann brauchst du nicht wieder rinfahren, können wir so machen, oder? Was haben wir vergessen? Alle Schrauben nachzuziehen. Schöne Mechaniker sind wir, Alter. So, zweiter Versuch. Licht an, Leute. Wie ist es? Das klappert nicht mehr. Und weißt du, was der auch nicht mehr macht? Nicht mehr so dolle? Das Flattern auf dem komischen Pflaster hier. Ja. Wobei. Viel komfortabler. Ja, ne? Das mal jetzt sieht aus. So. Ja, auch. Abstimmung Komfort. Ach, ist das Trailmaster Komfort? Ist das? Genau. Naja, das ist noch Sportabstimmung. Knüppel sein, Sportabstimmungsfall. Ja, das ist fast ja nicht stuckelig. Jimny halt. Er bleibt halt ein Jimny, ja. Du hast kein Licht an. Mach doch mal Licht an. Deutlich entspannt. Ja, ja. Na, vor allem, das hubbelt nicht mehr so nach, ne? Du hast nicht so ein du nickst, also, du nickst nicht mehr so viel ein mit deinem Köpfchen. Man merkt, wenn wir fahren, dass das Auto ganz schön hoch ist. Ja, ja, das. Man sitzt halt höher. Für so kleine Menschen wie mich. Ja, wie groß bist du? 1,69? Nee, 1,73. 1,73. Paula hat vorhin neben dir gestanden. Die ist mindestens einen Zentimeter größer als du. Im Ausweis steht 1,73. Ja, in meinem Ausweis steht 1,84. Die war ich noch nie. Nicht mal mit Schuhe. Ja, das war tief entspannt. Ich dachte, ich habe da ein bisschen Traktionsprobleme.